Willkommen zum ersten Technikcheck von www.tauch-freuen.de. Ich wollte eine neue Actioncam mit Bildstabilisator. In der Auswahl standen die DJI Osmo Action gegen die GoPro 9. Leider konnte ich nur Tests finden, die über Wasser stattfanden. Deswegen mache ich jetzt einen kleinen Test, da ich mich aber zwecks einem günstigeren Preis für die DJI entschieden habe. Und keine GoPro 9 hab, muss jetzt die GoPro 4 leider dafür herhalten, auch wenn die schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Für den Test waren beide Kameras in 1080p bei 30 Frames. Ich filme ohne künstliche Beleuchtung, alles in einem Tauchgang gemacht worden. Die DJI saß auf meiner Fotokamera, die GoPro 4 auf einer Goodman Handle in der anderen Hand. Die GoPro läuft im automatischen Weißabgleich, die DJI wurde im Unterwassermodus betrieben. Ja, von der Atmosphäre her ist die GoPro eher etwas ins Grünliche, die DJI etwas ins Bläuliche. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Ansichtssache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, aber viel, viel näher an der DJI. Die DJI, da leistet der Bildstabilisator ganze Arbeit. Trotz allem kommt mir die in die Jahre gekommene GoPro 4 so vor, dass der Kontrast etwas besser ist. Auch das Bild wirkt meiner Meinung nach etwas klarer bei der GoPro. Trotzdem ist der Gesamteindruck bei der DJI besser. Bei den Akkus liegen Welten dazwischen. Mit der DJI kann ich wirklich drei Tauchgänge ohne Probleme machen. Da habe ich noch nie einen Akku wechseln müssen. Bei der GoPro war schon immer so, nach jedem Tauchgang war der Akku platt. Der Film wurde mit DaVinci Resolve erstellt und dass das Ganze noch ein bisschen kleiner wird, mit Handbrake nachgerendert. Es wurden keine Farbanpassungen vorgenommen, also das Bildmaterial ist so, wie es aus den Kameras rauskam. Wenn ich das nächste Mal am See bin, werde ich die DJI noch im Unterwassermodus zum automatischen Weißabgleich testen. Und wenn ich mal jemand mit einer neueren GoPro finde, dann werde ich den Test natürlich nachreichen. Ich hoffe, ihr könnt euch über die Bilder so einen eigenen Eindruck verschaffen und vielleicht hilft es euch beim nächsten Nachdenken, wenn ihr euch was kaufen wollt.